Ja, dann mache ich doch mal weiter. Ja, gucken wir uns mal so ein bisschen um. Könnt ihr das da hinten sehen? Kann ich Ego-Perspektive oder so machen? Nee, aber die Kamera drehen. Das sieht sehr unheimlich aus da. Ich weiß auch nicht. Sehr strange alles. Naja, gut, das ist Silent Hill. Was habe ich erwartet? Da ist alles strange. Kein Gegner? Das gibt es nicht. Hier kommen immer Gegner. Oh, der Fahrstuhl geht. Ich dachte, der geht nicht. Da gehe ich jetzt aber erstmal wieder raus. Ich will erstmal gucken, was es hier so gibt. So, wie komme ich hier raus da? Das ist so unheimlich. Es ist noch ziemlich hell draußen. Guckt es euch an. Ist das abartig. So, ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Uah! Ich muss mal eben auf Pause drücken. Genießt den Sound. So, ich muss etwas näher dran, weil der Bildschirm so klein ist. Jatsch! Schön. Erste-Hilfe-Kasten. Das war's? Was war das denn? Ich hab Angst. Da hat es geklärt und niemand hat was gemacht. Aber hier ist sonst nichts. Hier ist es einfach nur sehr dreckig. Was ist denn das? Wer schmeißt denn hier mit Geschirr? Ich gehe da jetzt raus. Das ist mir zu unheimlich. Wie der Boden aussieht. Was für kranke Leute sind, dass sie diese Designs entwerfen? Verstehe das nicht. Warum sind japanische Horrorspiele so unglaublich gruselig, während japanische Horrorfilme einfach nur doof sind? Gute Frage. Ja, Patronen. Schön. Wir laden jetzt am besten mal kurz nach. Ach nee. Ich bin zu alt für sowas. Auch kaputt. Sind wir jetzt alle durch? Ja, da müssen wir doch Fahrstuhl fahren. Na toll. Silent Hill und dann kurz davor dieser Film über Fahrstuhl. Naja, man sollte eh die Treppen benutzen. Ist besser für die Kondition. In welchem Stock sind wir? Im ersten anscheinend. Dann fahren wir in zwei. Ja, wo seid ihr denn? Ich kann euch nicht sehen. Die ist etwas schmutziger als die anderen. Es gibt diese Schwestern, die sind in zwei Versionen. Seht ihr, die da hinten ist mehr weiß und die hier unten ist mehr rot? Und die Schmutzigen sind aggressiver, heißt es. Kommt die letzte von hinten, das ist aber normal. Gleich eh alle wieder auf, wie ich mein Glück kenne. Aber ist egal. So, wir fangen hinten an. Und da geht auch gleich eine Tür auf. Na toll. Patronen. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Was? Da liegt doch was da. Auf dem Bett liegt ein Stück Papier. Ich war eingeschlossen im Keller des Kellers. Es war so eng und dunkel und ich hatte solche Angst. Ich verlor meinen wertvollen Ring. Aber ich werde nie wieder dorthin zurückkehren. Ja, bei Silent Hill würde ich auch nicht in den Keller gehen. Ich habe die Trockenzellenbatterie. Ich habe den Schlüssel zum Lagerraum im Keller. Aber natürlich müssen wir jetzt in den Keller. Na, was habe ich gesagt? Komm immer wieder.
hinten liegt er aber wenigstens noch. So, wie sieht es hier mit meinen Türen aus? Ich gehe in die falsche Richtung. Da habe ich nämlich alle schon. Ich gehe da jetzt einfach wieder raus. Was immer da drin ist, kann so wichtig sein. Was willst du, blöde Schlampe, eigentlich endlich mal liegen bleiben? Verdammt! Ihr macht mich ganz wuschig hier. Und nicht im positiven Sinne. Meine Fresse. Munition wächst nicht auf Bäumen. Naja, der einzige Vorteil ist, dass die Krankenschwestern nur im Krankenhaus vorkommen. Das heißt, sobald wir hier raus sind, haben wir wieder... Also gut, auf der Straße kommen die, glaube ich, gleich auch nochmal vor. Aber sobald wir hier raus sind, haben wir wieder die normalen Gegner, die man auch mit Nahkampfwaffen besiegen kann. So, da ist etwas, das wie ein Kühlschrank aussieht. Willst du ihn öffnen? Ja. Wobei, bei S gibt es eine sehr schlimme Stelle mit Kühlschränken. Nur im Buch, aber... Stubu. Ja, gleich. Es ist zwecklos. Die Tür ist so schwer, dass ich sie alleine nicht öffnen kann. Ach, James, du bist ein Schwächling. So, jetzt ist die Schlampe endlich weg. Schön. Ich bin extra nochmal zurück und dann ist die Tür hier kaputt. Egal. Wir gehen da jetzt einfach mal durch. Ich glaube, hier kann man auf die andere Seite. Dann ist hier irgendwo eine Tür. Ja. Und zwar, wenn man hier langläuft, ganz am Ende. Ja, theoretisch. Hier ist also keine Tür mehr. Zugebaut. Ja, dann gehen wir zurück zum Fahrstuhl. Und fahren in den dritten Stock. Ja, jetzt steht ihr nicht mehr auf, ihr Mistviecher. Will ich euch auch geraten haben. So, jetzt fahren wir in den dritten Stock. Na? James! Sind wir heute wieder ein bisschen schwierig? Es ist immer wieder schön, wenn man das eigene Unvermögen den Charakteren in die Schuhe schieben kann. So. Okay. Ja, ich gehe jetzt. Ja. Auf. Oh, eine rote. War das die letzte? Schön. So, was haben wir hier? Da die Tür. Da ist eine Frau drauf. Ist abgeschlossen. Nicht die Frau, die Tür. An der Tür ist das Gemälde einer Frau. Bizarrerweise erscheint die Hand auf dem Gemälde in 3D und steht hervor. Ja, da seht ihr mal. 3D gibt's nicht erst seit Avatar. Mhm. Okay, Schwachsinn. Egal. Kaputt. 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 Geht hier denn gar nichts auf? Ja, toll, jetzt geht's natürlich auf. Für die Pistole. Da liegt ein Fetzen Papier auf dem Boden. Es ist nur gekritzelt. Hm, da steht etwas. Sie ist ein Engel. Keiner weiß es. Nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Ja, da steht da ohne Punkt und Komma, also muss ich es auch so lesen. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen ihre Sünden sie vernichtet. Sie Sünder und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich. Sie ist ein Engel. War das das Zimmer, in dem Maria gelegen hat?
Nee, die lag in S3, glaube ich. Ist egal, aber da steht noch. Ist das eine Ampulle? Ja, Ampullen sind super. Nanu, keine Lampenparty? Mädels. Ihr haltet aber auch nichts mehr aus. Gehe ich jetzt wieder in die falsche Richtung? Nein, gut. Ich muss aufhören, die mal als Schlampen zu bezeichnen. Schließlich bin ich letztes Jahr an Halloween als Nurse gegangen. Ich fand mich selbst sehr unheimlich. Wenn ihr lieb seid, lade ich mal ein Foto. Oh, da geht eine Tür auf. Und Partytime? Nein. Hier sind leere Medikamentenflaschen. Hat Maria die genommen? Ist Maria jetzt auch krank? Mensch, James, du hast aber kein Glück mit deinen Mädels. Die einen wollen dich umbringen und die anderen sterben. Bestimmt Krankenschwestern. Kamera. Erstmal alle aus dem Weg schaffen hier. Die Kamera ist ja doch ein bisschen schwierig. Guckt der da hin? Nee. Dieser Pfosten da. Nerv. Oh, da kommen wir rein. Was gibt's hier? Dreck. Schrotpatronen, Erster-Hilfe-Kasten und Pistolenpatronen. Okay, ich nehme das Dreck zurück. Aber Dreck gibt's hier trotzdem. Tja, nur sehr viel Blut. Kaputt. Wir müssen in den Keller, hieß es doch, ne? Ja, dann gehen wir in den Keller. Ich mag bei Silent Hill eigentlich nicht in den Keller gehen. Ich gehe allgemein nicht gerne in den Keller. Speichern? Hm, nee. Noch nicht, glaube ich. Ich weiß, wir müssen in den Keller, aber ich gucke trotzdem an jeder Tür. Was war das denn jetzt? Dieses Spiel macht mich fertig. Boah, ich habe den Schlüssel zum Lagerraum im Keller benutzt. Ich brauche gleich erstmal Kaffee und Schokolade. Noch besser wäre irgendwas Ungesundes. Na gut, Schokolade ist auch ungesund, aber ich dachte jetzt eher irgendwie an einen Burger oder so. Boah, ist nicht da. Schade. Ich habe Schrotpatronen. Ja, schön. Was ist das? Da ist ein Regal. Auf dem Regal sind rote Handabdrücke. Das Regal verschieben? Ja, mach mal, James. Das machst du mit einer Hand, aber diesen scheiß Kühlschrank kriegst du nicht auf? Du bist ein Held. Meine Herren. Und da ist eine Tür. James! Oh. Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. Bin ich auch nicht. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that... dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I... Ach, James, sei doch mal ehrlich. Stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. Ach ja, sagt wer. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but... she ran away. We've got to find her.
You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Ich will ja nicht sagen, meine Liebe, aber im Gegensatz zu dir kommt sie gut alleine zurecht. Und sie steht mir auch nicht dauernd im Weg. So, jetzt gehen wir da erstmal runter. Da liegt Blut. Ich habe den Kupferring. Guckst du ihr schon wieder auf die Möpse? Ja, natürlich. James, du bist ein notgeiler Bock. Echt jetzt. Dieses Geräusch ist so abartig. Wenn ich wüsste, was das ist. Wobei, will ich das wirklich wissen? Nein, will ich nicht. So. Also, ich gehe jetzt oben nochmal speichern und dann sehen wir uns direkt im nächsten Part, weil einen will ich heute mindestens noch machen, weil macht gerade irgendwie Bock. Also, bis gleich.